So, ich habe mir gedacht, ich werde mit der Rabo auch gleich mal einen Funktionstest machen mit diesem Maus-Tastatur-Set, was ich gekauft habe. Hier ist dieser Dongle. Einfach rein. Erscheint auch direkt, wird angezeigt. Habe ich ein Passwort? Nein, doch. Aber ich weiß nicht, wie es ist. Wartet mal. Okay, falsch. Passwort nochmal. Ja, passt doch. Ich habe gleich mal einen Desktop-PC rausgekramt, weil ich mir gedacht habe, aber die Maus funktioniert auch auf diesem komischen Tisch wirklich, wirklich gut. Also das muss ich ja jetzt mal zugeben. Ihr braucht nicht in meinen Kaffee reingucken. Was soll denn das? Die funktioniert auch auf diesem Tisch wirklich gut, muss ich sagen. Lizenz aktivieren, später aktivieren. Ja, das ist ein Desktop-PC, den habe ich gekauft von eBay, ohne Scheiß. Der ist wirklich. Ich kann ja mal gucken, ob ich auf die Schnelle die ganzen Sachen finde, was das System so ist. Jetzt kommt wieder das Problem. Der kleine Flori, der kennt sich einfach nicht mit diesem beschissenen hier Geräte, nehmen wir mal, mit diesem beschissenen Windows aus. Er hasst es wie die Pest. Okay, hat auch als Rabo 2.4G Wireless Device direkt erkannt. Ja, ich kann euch jetzt gar nicht sagen, was dieses was dieser Desktop-PC jetzt für keine Daten dazu sagen. Ich habe ihn, wie gesagt, ich habe ihn jetzt durch Zufall, habe ich ihn bei Amazon einfach mal für ein Apfel und ein Ei im so super mega Sonderangebot bestellt. Hatte dann mein Monitor lag einfach sowieso zu Hause rum. So, und jetzt habe ich mir noch mal für 9 Euro so eine grandiosen Dings, und jetzt kann ich meinetwegen auch hier im Wohnzimmer im Internet ein bisschen surfen. So, ja, aber wie gesagt, also die Maus und die Tastatur funktionieren wirklich einwandfrei. Obwohl es wireless ist, auch direkt erkannt. Keine Ahnung, vielleicht kann man die auch gut benutzen, um die für die PlayStation oder so, damit man dann ein bisschen was eingeben kann und oder besser suchen kann oder ähnliches. Windows aktivieren, ja, mache ich auch noch, weil ich hatte auch einen Windows-Aktivierungscode dabei. Ja. Wie gesagt, Rapo, Maustastaturset, keine Ahnung, wie es heißt. Ich verlinke es auf jeden Fall unten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, ciao.